Gut. Weiter geht's. Ich könnte theoretisch auch noch die Skarabäen zerlegen. Im nächsten Raum dort ist einer der Kristalle. Doch, seid gewappnet. Die Schatten des Namenlosen werden versucht, aufzuhalten. Habt ihr dies geschafft? Sehen Sie weiter. Okay. Ja. Erstmal wieder eine Falle. Skelettkrieger, Skelettkrieger, Magier, ein Skelett, da ist der zweite Skelettmagier und wo ist das letzte Skelett? Nö, nicht der da. Ach, ist ja egal. Wir wissen, wo die Skelettmagier liegen, nämlich da und da. Sphäre des Wassers, okay. Gut. Wie immer. Du Kugelblitz. Ei. Du. Dort lang. Achtung. Doppelschuss. Du. Wieder der falsche. Du Kugelblitz. Ja. Du. Angriff. Wuchtschläge. Du Sternenstaub. Au. Das tut schon mal ordentlich weh. Ja? Feuerriss halte ich mal am besten gleich selber. Okay, Feuerriss ist out of order. Das ist schon mal nicht so toll. Was? Das könnte heftigst werden. Da ist Quado ausgeschaltet. Warum kann der so schnell zaubern, verdammt? Okay. Das wird nichts. Ich lade den Schnellspeicherstand. Und dann versuchen wir das Ganze gleich nochmal. Dass die so schnell zaubern konnten. Fand ich jetzt gerade echt übel. So. Okay, da ist der erste. Ich hau dir einfach mal zwei Folimeliktus rein. Achtung! Weiche. Du kriegst Pfeilhagel. Angriff! Du kriegst Wuchtschläge. Ja. Komm! Und du kriegst auch noch einen Sternenwurf von mir. So, jetzt ist der schon mal ausgeschaltet. Skelettkrieger. Hä, was? Wer oder was zur Hölle hat da jetzt schon wieder geschossen? Na, ist auch egal. Du... Weiter Fulminictus, ja? Du war auf den da. Ja. Du versuchst Kuano zu heilen. So. Und Kuano versucht sich am besten mal an denen. Okay. Das scheint diesmal zu klappen. Ohne dass ich sterbe, bitte. Gut. Uff. Und welcher von euch beiden hat den Malertrank dabei? Oh, diesmal keiner. Wäre auch zu schön gewesen. So, du heilst mal mich. Finde die 6 Kristallfähren. Jetzt, wo ich alle 6 Kristallfähren beisammen habe, muss ich zum ehrenden Wächter. Von ihm erfahre ich sicher, was zu tun ist, um das Portal des Drachen zu gelangen. Das war ja das eigentliche Ziel.
Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch mehr, so. Doch, es könnte noch sehr viel mehr kommen, wenn ich mir die Karte so anschaue. Wie gesagt, das zieht sich wie Kaugummi. Wenn ihr aufräumt, traut sich bald kein namenloses Viehzeug mehr unter eure Augen. Aber das Wichtigste, wir haben alle Kristalle. Kommt in die große Halle zu unserem steinernen Freund, wenn ihr soweit seid. Ja, es wäre schön, wenn du uns die Tür dafür aufmachen könntest. Ja, dankeschön. So. Die große Halle müsste ja gleich hier sein. Genau, er geht schon mal vor. Ja, der Plan ist hier rauszukommen und dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Wir haben ja... Was haben wir denn noch? Die Kopfgeldjagd, die ist, glaube ich, die ganze Zeit offen. Weil... Ja, wir immer wieder Piratenembleme, silberne Embleme abgeben können, auch wenn wir die goldenen schon abgegeben haben. Effort-Tempel, da haben wir noch den Endboss, vor dem wir das letzte Mal weggerannt sind. Und die beiden Sachen sind Filialsonsachen und das hier ist die Hauptquest. Also viel ist da nicht mehr. Ich würde sagen, wenn wir hier raus sind, versuchen wir doch mal den Effort-Tempel. Ja. Du hast es geschafft. Du bist wahrlich nicht wie die anderen hier. Ich nehme das mal als Kompliment. Danke, danke. Man tut, was man kann. Wer hätte gedacht, dass der alte Findling einst mein Genie würdigen würde? Bah, du doch nicht. Sondern du, fremder Besucher. Mit den 6 Kristallsphären besitzt du die Macht über die Siegel der Elemente. Allerdings eine Hürde wartet noch auf dich. Die Schatten des Ursprungs. Geh nun und sei vorsichtig. Das werde ich sein, hab Dank. Okay. Ja. Gehe zurück zum Ehrenwächter, stelle dich den Schatten des Ursprungs. Vor mir liegt der Schatten des Ursprungs, wer... Wenn ich den Kreis der Elemente mit seinen 6 Siegeln überwinden will, muss ich mich ihnen stellen. Ja, der hämmert doch wirklich auf dem Boden, dass die Tür aufgeht. Ein paar Schatztruhen, sehr schön. Blattgold. Zersplitterte Bolzen. Na? Münzen, Ringe. So. Noch mehr Münzen. Geschosskugeln, die können auch zu ihm, oder? Nö, die kommt zu Fyris. Auch wenn ich die, glaube ich, gar nicht brauchen kann. Und noch eine Truhe. Na, auch 2 Truhen sogar. Silberkette, eine Münze. Münze. So, so. Dann gucken wir mal, was wir hier als nächstes haben. Also hier geht es schon mal erstmal hier links ab. Sicherheitshalber mal speichern. Ja, solange ich in diesen blöden Hallen bin, beziehungsweise solange ich im Add-on-Gebiet bin, speichere ich öfters. Oh, das sieht nach... Die Siegel unseres ersten Aspektes warten. Okay. Du siehst so ähnlich aus wie die Priesterin, die wir töten mussten. Sei gegrüßt, Gesandter des Schicksals. Du bist gekommen, um den Kreis der Elemente zu brechen. Eigentlich will ich nur hier raus. Ja, genau. Die Orima-Priesterin, aber ihr seid tot. Naja, sie sieht aus wie ein Geist, Blitzmerker. Wir sind nicht Mayana, die Orima-Priesterin. Wir sind die Schatten des Ursprungs. Das reicht mir nicht. Ich will mehr darüber erfahren. Dann soll es so sein. Okay, wir können jetzt ein bisschen fragen und vielleicht mal wieder reinkommen, wo wir überhaupt sind.
Was ist der Kreis der Elemente? Warum muss ich ihn brechen, um von hier wegzukommen? Solange der Kreis der Elemente besteht, bleibt das Portal des Drachen verschlossen. Die sechs Siegel des Kreises kann nur öffnen, wer die sechs Kristallsphären besitzt. Hab ich. Jedes Siegel wird von ehernen Wächtern des Erzes bewacht. Sobald eine Kristallsphäre ein Siegel geöffnet hat, entfesselt es die Macht des Elementes, mit dem es verbunden ist. Erst wenn dies geschieht, werdet ihr die Wächter eines Siegels besiegen können. Ja. Gut, ich weiß, was zu tun ist, aber warum helft ihr mir gegen die ehrenen Wächter des Erzes? Seid ihr nicht genauso wie sie hier, um den Ort zu beschützen? Du bist der Gesandte des Schicksals. Genau wie du existieren wir, um den Ursprung zu schützen. Bis auf den Torwächter sind die Ehrenwächter an die Siegel gebunden, um sie zu verteidigen. Sind sie besiegt, kehren sie zurück zum Ursprung. Okay. Schön und gut, aber bevor wir aufbrechen, will ich noch mehr wissen. Soll es so sein? Das hatten wir gehabt. Der Ursprung. Ist das dieser Ort? Der Ursprung ist der Sternenstein. Von Murti, der Weltmutter, in die Obhut der Hochelfen gegeben. Der Stein ist dieser Ort und dieser Ort ist der Stein. Das Namenlose versucht, das Geheimnis des Ursprungs zu ergründen. Du wirst dies verhindern. Ja, der Namenlose. Das Böse in Person. Nochmal zum Zusammenfassen. Es gibt den Zwölf-Götter-Kreis mit Praios, Rondra und so weiter. Und der Namenlose ist der Gegenspieler von allen. Ich? Das kann nicht stimmen. Ich kam nur hierher, um Filiase zu helfen. Er ist derjenige, den der Hochkönig geschickt hat. Ich weiß noch nicht einmal, wo dieser Stein ist, geschweige denn, wie man das Namenlose aufhält. Du sprichst vom Gesandten des Hochkönigs. Du bist der Gesandte des Schicksals. Die Macht, das Namenlose aufzuhalten, liegt allein in eurer Beierhände. Also, ohne Filiase geht nichts. Ich will noch mehr wissen. Ihr sagtet wir, doch seid ihr alleine. Wir bestehen aus drei Aspekten. Jeder unserer Aspekte trägt ein eigenes Antlitz und spiegelt das Wesen zweier Elemente wider. Du wirst es sehen, wenn wir dich auf deinem Weg durch den Kreis der Elemente geleiten. Okay, dann sollten wir aufbrechen. Ihr habt euer Wissen mit mir geteilt. Nun lasst uns den Kreis der Elemente brechen, damit ich für die Asana am Löwen vorbeistehen kann. Wie du wünschst, Gesandter des Schicksals. Lass mich die Tür öffnen. Ich erwarte dich in die Innenkammer. Gut. Sie könnte ruhig etwas schneller gehen. Brich den Kreis der Elemente. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Und ist das da unten das Löwentor, wo wir hinwollen? Das sieht da fast danach aus. Juhu, also einmal im Kreis laufen. Hatten wir das nicht schon im Tempel, im Effa-Tempel? Siegel der Luft, Wühlschrate. Dies ist das Siegel der Luft. Uns ist sie Symbol für Hellsichtigkeit. Benutze einen der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du... Okay, es sind vier Wühlschrate. Hey cool, es kommt Bewahrer der Vergänglichkeit zu unserer Hilfe. Ja. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir ordentlich reinhauen. Ja. Du bewirf mal den da hinter dir, du machst einen Wuchtschlag. Was? Du ballerst auf den vor dir. Okay, wir kriegen Hilfe von Jinns. Das ist schon mal nicht schlecht. So sind wir schon mal überlegen eigentlich. Das macht das Ganze schon mal etwas einfacher.